Also 1953 bin ich in Tuttlingen dann eingeschult worden und ich war damals ein verspieltes und verspieltes Kind und hatte doch aber immer die Leistung gebracht, bin ziemlich schnell auch dann ins Gymnasium übernommen worden, habe meiner Tante dann einen Brief geschrieben, dass ich ohne ins Mündliche zu kommen aufs Gymnasium genommen wurde. Und dieser Brief war, der ist mir später dann wieder zugeschickt worden von den Kindern dieser Patentante, war überaus bezeichnet und bemalt mit Fischen und Vögeln und so weiter. Hat man schon gesehen, es geht weniger um den Inhalt des Briefes, dieser dürren Mitteilung, was ich da geleistet habe, sondern das bedurfte der Ausschmückung und zwar mit Zeichnen und Malen. Da war ich ja früher schon sehr, sehr, sehr begabt eigentlich. Kunst war auch im Gymnasium immer mein bestes Fach, hatte ich immer eine Eins, obwohl ich oft viele Dinge machte, die der Lehrer gar nicht wollte, weil ich einfach dann selbstständig schon gearbeitet habe. Mir dann vorgehalten wurde, das war ja gar nicht die Aufgabe und so. Mathematik war noch, war ich immer noch sehr gut, weil dies vor allem, wie das dann mit Formeln und abstrakt wurde, sehr gut gefallen. Und begleitet hat mich immer der Sportunterricht. Ich war, glaube ich, in 3, 4 Sportvereinen, Hallenhandball, Leichtathletik und so und war jeden Abend immer irgendwo anders und habe in diesen Entwicklungsjahren mir ein körperliches Kapital angelegt, von dem ich eigentlich bis in mein Alter heute noch zehre. Und diese Dreierkombination Mathematik, Kunst und Sport und der Rest, der hing dann immer so bei der Gerade noch eine 4. Das fand ich doch auch immer sehr merkwürdig, dass man so höchst unterschiedliche Interessen hatte. Ich habe dann irgendwann den Führerschein gemacht, mir eine Vespa-Motorroller gekauft. Dieses Geld musste ich natürlich verdienen. Ich habe bei den Waldarbeitern gearbeitet. Ich habe in Fabriken in Tuttlingen, da gab es sehr viel metallverarbeitende Fabriken, da wurden Uhrmarken für Kühe gestanzt, da wurden andere Dinge, also Abdeckungen für Getriebe und so, also richtig gefährliche Maschinen, wo man die Finger und die Hand nicht reinbringen durfte. Und da gab es anfangs in den 60er Jahren gab es 99 Pfennig und später eine Mark 10. Das war so Anfang der 60er Jahre, das war schon ziemlich viel. Dann hatte ich auch so technische Interessen. Ich habe mir bei Radio Rimm und Radio Holzinger in München Bauteile fürs Radio gekauft. Habe dann Radios, Röhrenradios zusammengebaut und bin dann später, wie man dann in die Diskos ging, bin ich dann mit meinem Motorroller immer nach Konstanz, das war etwa 40 Kilometer entfernt, in die Diskos gefahren. Das kostete natürlich alles Geld, das musste beschafft werden. Ich habe gerne zum Beispiel nachts im Konsum die ankommenden Züge ausgeladen, mit Obst und Gemüse auf die Lastwagen verladen, die dann Tuttlingen hat den großen Bahnhof, die dann so ausgeteilt wurden. Und damit konnte ich meinen Motorroller finanzieren, auch meine Reisen. Ich war ja dann auch, bin auch dann ja gleich mit dem Motorroller nach Paris gefahren, gleich wie ich den Führerschein in der Hand hatte. Am nächsten Tag bin ich die ganze Nacht durch, am Morgen vollkommen übermüdet in Paris angekommen mit dem Motorroller.